Angenommen, wir machen uns auf den Weg. Heute in der ersten Keynote haben wir schon gelernt, Zukunft muss man erzählen können, das muss man trainieren, um sich auf den Weg machen zu können und zu wissen, wo es hingeht, wie die Vision aussieht in einer innovativen, digitalen Hochschullandschaft. Aber wir haben ja hier weit über 6.000 Leute sogar in diesem Festival, die genau daran arbeiten und danach loslegen wollen. Nicht nur das, es sind natürlich noch zahlreiche weitere Menschen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, die sich ebenfalls auf den Weg machen wollen. Und wir haben alle, stellen wir uns das mal vor, wirklich diese wunderbare Destination, in der wir ein paar Jahren sein wollen. Und dann geht es los und dann passiert vielleicht etwas, das wir alle kennen oder auch wieder erfahren werden, wenn wir uns diesen Sommer in den Urlaub machen. Alle wollen los. Und plötzlich steckt man im Verkehr, im Stau, im Urlaubsstau sozusagen, auf dem Weg zur Utopie. Und genau das kann einmal passieren. Und dann, wenn man irgendwie so auf dem Weg ist, alle haben ja auch nicht genau das gleiche Bild vor allen Augen, wollen vielleicht in leicht unterschiedliche Richtungen. Und wenn man dann so zwischen politischer Steuerung, zwischen gesellschaftlicher Debatte oder auch noch dem Wunsch nach Hochschulautonomie aneinander gerät und das Gefühl hat, dann nimmt einem einer vielleicht unfairerweise die Vorfahrt, dann flammen die Emotionen vielleicht genauso auf, wie das einem auch mal im Verkehrschaos passieren kann. Und wie man da weiterkommt, wie man Orientierung findet und wie man dafür sorgt, dass wir uns wirklich kollektiv gemeinsam auf den Weg machen können, ohne große Reibungsverluste. Darum geht es in unserer nächsten Keynote mit Armin Himmelrath. Bildungs- und Wissenschaftsjournalist sowie Moderator, Buchautor und Dozent, arbeitet mit zahlreichen Sendungsanstalten und auch Magazinen, zum Beispiel mit dem Deutschlandfunk oder Spiegel Online, und ist heute hier, um uns zu sagen, wie wir wirklich so loskommen, dass es flutscht und wir möglichst schnell in dieser wunderbaren Zukunft landen, die die deutsche Hochschullandschaft verdient. Herzlich willkommen, Armin. Ja, vielen herzlichen Dank. Also ob ich die Lösungen in dieser Form so zeigen kann, das weiß ich noch nicht. Wir gucken mal. Ich mache mir hier mal gerade einen Wecker an, damit er nach 23 Minuten bimmelt und dann gucken wir. Ja, genau. Zähflüssigkeit mit Stau. Schönen guten Tag. Habe ich diese Keynote genannt, was Verkehrsnachrichten und Hochschulen gemeinsam haben. Und ich würde euch gerne mitnehmen auf einen Weg, so ein Gedankenspiel, das versucht, so ein paar Parallelen zwischen dem Straßenverkehr und dem Vorgehen an Universitäten, wenn es um Reformen geht, wenn es um das Gestalten, wenn es um das Entwickeln von Zukünften geht, so ein paar Parallelen zu entwickeln. Zähflüssigkeit mit Stau, fangen wir mit den Verkehrsnachrichten an oder mit dem Verkehrsfunk. Das ist ja, ich bin Journalist, ein zutiefst journalistisches Produkt. Und zwar, da läuft was schief und wir gucken hin. Ja, so funktioniert im Grunde 95% des Journalismus. Wir sehen irgendwas, was nicht funktioniert und wir melden das oder wir berichten darüber. Verkehrsnachrichten natürlich nur sehr reduzierte Form, stilistisch auch nicht wahnsinnig herausfordernd. Aber es ist schon so, wir gucken hin, wir gucken uns an, was passiert da, was ist mit Stau, was ist mit verlorenen Dingen, was ist mit Sperrungen, was ist mit Schwertransporten, die nicht überholt werden können. Und ich hoffe, dass in euren Köpfen jetzt schon so ein bisschen diese Parallelität anfängt und man überlegt, was ist denn der Schwertransport im Universitätsbereich oder im Hochschulbereich, der nicht überholt werden kann. Man könnte sich so Verkehrsnachrichten vorstellen, wie auf der Landesstraße in Berlin zwischen der TU und dem Roten Rathaus kommt Ihnen gerade ein Geisterfahrer entgegen. Und dann kann man sich überlegen, ob das die TU-Präsidentin ist oder möglicherweise der regierende Bürgermeister. Das ist ja gerade so eine kleine aktuelle Diskussion. Also solche Dinge sind mir da eingefallen. Das Wichtige, glaube ich, aus Sicht der Hörerinnen und Hörer ist, dass der Verkehrsfunk ja immer so eine Art Wundertüte ist. Man hört das an mit so einer, man kann fast schon sagen, so einer ambivalenten Faszination. Also einmal ist ja die Hoffnung, wenn ich selber im Verkehr unterwegs bin, dass meine Straße, meine Strecke nicht genannt ist. Und natürlich ist es eine Wundertüte und natürlich kommen da ganz, ganz viele Nachrichten, die mich eigentlich nicht interessieren. Also mich interessiert ja immer nur da, wo ich gerade unterwegs bin. Aber das ist etwas, was, glaube ich, einiges hergibt. Deshalb habe ich mal ein bisschen im Archiv gekramt und habe eine Videokassette bzw. eine DVD gefunden, die aus dem Film Superstau stammt von 1991. Eine Komödie, wo es einfach darum geht, dass sich sehr verschiedene Menschen aus Ost und West auf einem Staustück der Autobahn finden. Und ich habe mal schon dran geschrieben, wo denn die unterschiedlichen
Parallelen sind aus meiner Sicht. Also einmal, wir beginnen mit der enormen Nachfrage. Ja? Also wir haben auch an den Hochschulen natürlich Bereiche, in denen die Nachfrage enorm ist. Die Ressourcen sind nicht groß genug, nicht ausreichend da. Trotzdem wollen wahnsinnig viele Leute rein. Und das ist ein Punkt, glaube ich, wo man schon relativ viel mit verbinden kann. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass diese Nachfrage irgendwie gehandelt werden muss. Und das kommen wir zum zweiten Punkt, das ist unten aus eurer Sicht links zu sehen. Das sind die Zugangsbeschränkungen. Bei der DVD jetzt hier freiwillige Selbstkontrolle ab 6, aber wir haben natürlich auch Zugangsbeschränkungen im Hochschulbereich. Es geht weiter mit dem, was oben rechts zu sehen ist, veraltete Medien, in diesem Fall DVD und CD. Also auch da kommen wir sicher noch im Laufe des Festivals das eine oder andere Mal drauf. Wir haben eine stilistisch zweifelhafte Anmutung bei einigen Menschen. Das sieht man so ein bisschen, was die tragen. Okay, auch an der Hochschule gibt es Menschen, die sich da aus früheren Jahrhunderten, kann man mittlerweile sagen, herübergerettet haben. Wir haben verkaufsfördernde Lockrufe, die notwendig sind, offenbar, um das Zeug an den Mann zu bringen und an die Frau. Jede Menge Bonusmaterial, Soundtrack und Extra-CD in diesem Fall. Und wir haben Untote als Protagonistinnen und Protagonisten, Ottfried Fischer und Ingolf Lück ist das, glaube ich, werden mir das verzeihen. Aber auch das ist etwas, wo ich durchaus Parallelen sehe zu dem, was wir in der Hochschule entdecken. Ja, das sind die beiden Bilder oben, die für mich schon eine gewisse Ähnlichkeit mit sich bringen. Und ganz sicher ist, dass wenn wir auf die linke Seite gucken, das wollen wir so nicht haben. Bei der rechten Seite, glaube ich, wollen wir das auch so nicht haben. Aber ganz viele von uns haben sich doch sehr an beides gewöhnt. Und für mich stellt sich die Frage, wir diskutieren ja die Verkehrswende. Und das ist auch ein Schlagwort, was immer kommt. Die Hochschulwende als Gesamtkonzept habe ich in dieser Form tatsächlich noch nicht wahrgenommen in der Diskussion. Das sind häufig Einzelprojekte. Ja, so funktioniert auch die Verkehrswende. Wir beruhigen die eine Straße, wir machen eine Fahrradstraße draus. Trotzdem habe ich da noch das Gefühl, da könnte sozusagen in der Gesamtschau bei den Hochschulen mehr passieren, müsste auch mehr passieren aus meiner Sicht, um eben rüberzukommen über das, was nur Einzelprojekte sind, rüberzukommen über das, wo man sagt, ah toll, das ist so ein Leuchtturm, den zeichnen wir jetzt mal aus mit dem einen oder anderen Lehr- oder sonst was Preis, sondern wir brauchen da natürlich schon auch eine Idee, eine Vision von dem, wo wir hinwollen, im Grunde eine Tale of Tomorrow. Was ich gerne machen würde, ist euch zeigen 5 parallele Probleme, ein paar habe ich gerade schon angedeutet, 4,5 mögliche Ansätze für eine Hochschulwende, die ich ja gerade gefordert habe, eine Debatte, und 3 Maßnahmen, die dann nochmal so ein bisschen in den Verkehrsbereich oder aus dem Verkehrsbereich entlehnt sind, die vielleicht eher so ein bisschen ins Herumspinnen führen, aber auch das kann ja sehr zukunftsträchtig sein, ich hoffe jedenfalls, dass es das ist. Ja, das erste ist sozusagen der täglich spürbare Reformbedarf. Also da geht es um Infrastruktur, da geht es auf der Straße natürlich um Schlaglöcher, um Sperrungen. Das sind so die Indikatoren, wenn was nicht funktioniert, um ausgefallene Ampelanlagen, solche Dinge. An den Hochschulen haben wir diese Indikatoren natürlich auch. Wir haben kaputte Gebäude, das ist das eine. Wir haben aber auch schon in der Personaldebatte und in der Nachwuchsdebatte solche Dinge. Ich bin Hanna ist eine dieser Punkte. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz muss man an dieser Stelle ganz sicher nennen, dass da immer noch so vor sich hin dümpelt. Studienfinanzierung sind Punkte. Die BAföG-Unklarheit beim BAföG. Es gibt jetzt das Gerücht, dass da doch nochmal nachgesteuert werden soll. Also da steckt schon viel drin. Aber tatsächlich, auch ganz, ganz wichtig, wirklich die Infrastruktur. Der Wissenschaftsrat schätzt, dass 75 Milliarden Euro Sanierungsstau an deutschen Hochschulen bestehen. Sanierungsstau. Und das sind nur die Hochschulen. Die Schulen haben denselben Betrag nochmal. Also sind wir bei 150. Das ist das anderthalbfache dessen, was wir ins Bundeswehr-Sondervermögen gesteckt haben. Nur mal so als Vergleichsgröße. Aber das ist etwas, da muss wirklich was passieren. Ich war neulich noch an einem nicht ganz unrenommierten Forschungsinstitut in Nordrhein-Westfalen. Das sind die Fensterrahmen, weil die sich mittlerweile verzogen haben, stammen aus den 70er Jahren, sind mit Schraubzwingen zugemacht und man darf da einfach gar nicht dran gehen, damit da nichts rausfällt. Ja, also dann denkt man so, okay, da ist tatsächlich etwas, wo noch ein bisschen was passieren müsste. Zweiter Punkt, Überlastung. Das ist etwas, was man aus einer individuellen Perspektive betrachten kann, aber auch aus einer institutionalisierten Perspektive. Und ich fange mal mit dem Individuellen an, das ist ja das, was ich auch hier illustriert habe. Die Teilnahme an diesem überlasteten System Hochschule wird natürlich als wahnsinnig herausfordernd
wahrgenommen, von vielen. Und zwar nicht nur von den Lernenden, sondern auch von den Lehrenden. Und wenn man sich da unterhält, dann ist eben häufig das Problem, auf das das ja hinausläuft, dass die Individuen im Grunde das abfedern müssen, was institutionell nicht gut läuft. Also das Versagen sozusagen des Systems wird aufs Individuelle rübergetragen, wird ja übergeblendet und im Individuum muss ich dann eben das auffangen, was das System nicht zu leisten vermag. Und das kennen wir natürlich auch aus dem Verkehrsbereich. Also ich komme aus Köln, Leverkusener Brücke durfte in den letzten 10, 12 Jahren jeder und jede mal gehört haben. Die war eben ewig gesperrt, jetzt ist so eine halbe wieder in Betrieb. Aber 10 Jahre lang kann man da mit Lastern nicht rüber. Die Fernfahrerin ist es, die das ausbadet, weil die fährt dann eben 20, 30, 40 Kilometer Umweg. Die Pendlerin ist es, die das ausbadet, weil sie halt auf der Autobahn dann im Stau steht, nicht durchkommt. Das sind die Punkte, wo individual das abgefedert werden muss, was, das Mikro muss höher, wird mir hier signalisiert, es rumpelt. So besser? Ah, noch viel besser, alles klar. Dann, genau, also da wird individuell das abgefedert, muss abgefedert werden, was im systemischen Versagen ist. Und das ist ein Punkt, den müssen wir im Blick haben. Ineffizienz ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Beim Verkehr ist es relativ schnell sichtbar. 50 Menschen fahren in dieselbe Richtung oder auch 100, jeder mit seinen 4, 8, 6, möglicherweise auch 16 Quadratmetern Blech um sich herum, den das in Anspruch nimmt. Man fährt alle in dieselbe Richtung. Wir leben im Verkehr in einer Form der Vereinzelung, jedenfalls da, wo es um den Individualverkehr geht. Das Ähnliche sehen wir auch an der Hochschule. Leute sind sehr stark auf ihr individuelles Fortkommen bedacht, auf ihren individuellen Weg werden sie trainiert. Das ganze Bildungssystem ist darauf ausgesteuert, hat vielleicht auch damit zu tun, dass gerade sowohl im Verkehrsministerium als auch im Bundesbildungsministerium FDP-Köpfe an der Spitze sind. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn man das auflösen will, muss man sozusagen diese Systeme durchbrechen. Man muss Fahrgemeinschaften bilden, Lerngemeinschaften, die aber dann eher an den Hochschulen immer noch so etwas sind wie Ausnahmen. Also das sind Sonderprojekte, da kommen Menschen zusammen, die finden andere Wege des Lernens, Projektlernens, was auch immer. Aber der Standard ist es halt immer noch nicht, die Mehrheit ist es halt immer noch nicht. Und von daher wäre das ein Aspekt, wo ich sage, Ineffizienz ist etwas, das muss man sich angucken. Ist es wirklich so, dass alle sozusagen jeden Schritt einzeln durchlaufen müssen? Finden wir da nicht andere Varianten, mit denen man möglicherweise vorwärts kommt? Und ja, das wäre ein dritter Aspekt in diesem Segment. Dann haben wir den Punkt Flexibilität. Das ist etwas, was an der Hochschule, glaube ich, sehr stark zu spüren ist, wenn man sich aus dem Normkanon heraus bewegt, als Lernende, auch als Lehrende übrigens. Wenn ich ein Studium mit Kind absolvieren will, habe ich ziemliche Hürden zu nehmen. Ja, es gibt natürlich Lösungen und ja, da kann man irgendwie dann auch zurechtkommen, aber die Norm ist es halt doch nicht. Oder wenn ich Betreuungsarbeiten übernehme, im familiären Kontext, Care-Arbeit, irgendwelcher Art. Alles das sind Punkte, die werden eigentlich nicht berücksichtigt. Teilzeitstudien sind immer noch nicht der Standard. Das ist dann, da klopft sich eine Hochschule gerne dann für auf die Schulter. Kann sie auch, weil es eben viele andere in dieser Form bisher nicht machen. Aber Teilzeitstudien sind zum Beispiel auch etwas, was dann eben mit einer Berufstätigkeit verbunden werden kann, mit Care-Arbeit, mit sonstigen Dingen. Auch das sind Aspekte, da müsste man tatsächlich mal drüber nachdenken, wie das weitergehen kann. Und Räume, die eben für so eine Mononutzung nur vorgesehen sind, sind eben auch nicht besonders flexibel. Das heißt, der Seminarraum, der nur Seminarraum sein kann, das ist eine Debatte, die führen wir übrigens im ganzen Bildungssystem, in den Schulen auch. Und da sind mittlerweile die Schritte etwas weiter. Wir haben natürlich immer noch die allermeisten Schulen nach dem alten Raumsystem, aber es gibt natürlich schon viel mehr das Nachdenken über Lernlandschaften. Aus dem Uni-Kontext höre ich davon sehr wenig bis gar nichts. Fünfter Punkt der Parallelen ist die Frustration, die sowohl über Schulen oder über das System, über Hochschulen, über den Föderalismus, also alles, was sozusagen systemisch stattfindet, da ist, die aber auch umschlägt in eine Frustration über sich selbst, mit diesem System nicht zurechtzukommen. Und da haben wir tatsächlich einen Unterschied zum Verkehr. Während es im Bildungskontext oft so ist, als individuelles Versagen dann interpretiert wird, sehen wir das im Verkehr, dass dort der Blick
eigentlich immer auf die anderen gerichtet wird. Und das haben wir eben in der Anmoderation auch sehr schön gehört. Also ich stehe im Stau und wer ist schuld? Das ist der Typ, der von nebenan kommt und mir die Vorfahrt nimmt. Das ist nie mein Vermögen oder mein Unvermögen. Das allerdings ist an der Hochschule anders. Und da müssen wir einen Blick darauf haben, dass das tatsächlich auch ein Aspekt ist, den wir im Blick behalten und den wir mit diskutieren. 4,5 Ideen für eine Hochschulwende. Die erste ist, ich glaube, das ist total klar, wir brauchen etwas, was sich unter dem Begriff Nachhaltigkeit verbinden lässt. Das ist zum einen natürlich der Punkt, dass wir Gebäude und Infrastruktur nachhaltig gestalten müssen. Das hat mit Lernlandschaften zu tun, das hat aber zum Beispiel auch damit zu tun, dass einfach viele dieser Gebäude einfach in einem ranzigen Zustand sind. Und wenn wir dann diese 75 Milliarden Euro Sanierungskosten aufnehmen, dass wir an dieser Stelle auch hergehen müssen und tatsächlich das auch in eine nachhaltige Investition stecken und nicht in etwas, was dann eben in 20 Jahren wieder verbraucht und abgelutscht ist. Das wäre so der eine Punkt. Der zweite, aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass die Hochschulen einen Vorteil haben. Sie haben nämlich eigentlich Nachhaltigkeit in ihrem Selbstverständnis als Grundidee schon verankert. Ist vielleicht nicht überall sichtbar, aber die Idee ist ja, Neues zu schaffen. Die Idee ist ja, in Hochschule in Gesellschaft hineinzuwirken. Die Idee ist, aktiv zu sein in einer Art und Weise, die zu Veränderungen führt. Und das ist etwas, da kann Hochschule im Grunde auf eine Art von Selbstverständnis, auf so ein ganz basales Grundverständnis aufbauen, was bisher noch meiner Meinung nach zu wenig gemacht wird, wo aber tatsächlich die Chance besteht, anzuknüpfen und zu sagen, wir versuchen einmal, uns wirklich als nachhaltige Organisation aufzustellen und zu verstehen, wie gesagt, sowohl bei den Gebäuden, bei der Infrastruktur als auch beim Selbstverständnis. Und das müsste sich aus meiner Sicht jedenfalls sehr gut kombinieren lassen, wäre eine Idee, wie Hochschule tatsächlich gut funktionieren kann. Zweiter Punkt ist, dabei muss man die Infrastruktur im Blick halten. Das reicht wirklich an oder fängt an bei inklusiven Gebäuden, die einfach zugänglich sein müssen für jede und jeden, für die das nötig ist. Und endet noch nicht bei ausreichenden Steckdosen. Und deshalb habe ich die hier so ein bisschen überbordend an die Wand getackert. Ausreichende Steckdosen ist so ein Punkt, der interessanterweise bei den Diskussionen immer wieder aufkommt. Ich habe gestern Abend noch mit einem Studierenden aus Jena gesprochen. Herr Rosenthal, frühere Jena Hochschulchef, kommt ja heute Nachmittag auch. Der hat damals irgendwann gesagt, wir brauchen ein neues Gebäude und wir würden das gerne als Uni selber bauen. Und zwar mit der Begründung, wenn der Landesbetrieb das baut, dann haben wir nur 2 Steckdosen pro Raum. Damit kommen wir nicht weiter. Die Uni hat es dann auch übernommen, hat jetzt Bauherrinneneigenschaft. Das Problem ist, dieses Gebäude ist jetzt sozusagen im Rohbau fertig. Jetzt fehlt das Geld für die Fenster und jetzt steht es so vor sich hin. Mehr passiert im Moment nicht. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber diese Steckdosenfrage, die symbolisiert, glaube ich, total viel von den Bedürfnissen, die wir im Hochschulalltag erleben, auf der einen Seite, und von dem, was sozusagen nicht an Bedürfnissen gesehen wird bei denjenigen, die solche Gebäude konstruieren oder häufig konstruieren. Nächster Punkt, aus meiner Sicht, auch das wird natürlich hier im Festival oder während des Festivals noch eine wahnsinnige Rolle spielen, ist die Digitalität. Digitalität erlaubt, wenn wir auf das Lehren und das Lernen schauen, erlaubt individuelle Zugänge, erlaubt, dass dort ja tatsächlich andere Möglichkeiten der Vermittlung stattfinden. Also denkbar wäre ja so etwas, ich suche mir als Lehrender mein Lehrangebot bundesweit, weltweit zusammen und muss es eigentlich nur noch dann für einen Abschluss zusammenführen. Warum muss ich 99% meiner Veranstaltungen an meiner Mutterhochschule machen? Kann man mal drüber nachdenken. Das Problem ist, glaube ich, an dieser Stelle, dass die Hochschulen sich in der Corona-Phase, konnte man das sehr gut sehen, so ein bisschen zu selbstsicher sind, was das Digitale angeht. Während wir bei Corona über digitalen Unterricht in den Schulen sehr viel gesprochen haben und auch sehr viel darüber, was dort nicht funktioniert, haben die Hochschulen eigentlich immer so signalisiert, kriegen wir hin, alles easy, klappt bei uns, haben wir im Griff, funktioniert. Und haben sich dann so ein bisschen gewundert, dass es offenbar doch nicht klappte und dass es rein mit der technischen Übertragung bestimmter Inhalte eben auch nicht getan ist, sondern dass das natürlich soziale Implikationen hat. Natürlich gibt es jetzt mittlerweile so etwas wie die Debatte darüber, ob wir nicht auch einen Hochschulpakt einen Digitalpakt für die Hochschulen brauchen. Also da bewegt sich etwas, aber da gibt es garantiert Nachholbedarf.
Und das erstreckt sich dann natürlich, auch das wird hier noch ausreichend diskutiert, brauche ich jetzt hier in dieser Keynote nicht machen, erstreckt sich natürlich bis hin zu den Prüfungsformaten, die ganz anders sein können, ganz anders sein müssen, ganz anders sein sollten, als das heute der Fall ist, entweder Klausur oder Vortrag oder Kolloquium oder so. Und das war es in der Regel. Da bewegt sich auch etwas, aber eben aus meiner Sicht noch nicht genug. Weiterer Punkt wäre die Partizipation. Die Co-Konstruktion von Lehr- und Lernwelten ist im schulischen Kontext ja nicht Alltagsstandard, aber zumindest in der Diskussion darüber, wie Schule und Bildung stattfinden sollte. An den Hochschulen erfahren wir da relativ wenig von oder hören wir da relativ wenig von. Co-Konstruktion ist eben eine Form der Einflussnahme, wie eben Studierende möglicherweise sehr viel mehr mitgestalten können, was dort inhaltlich, was dort strukturell, was dort auf allen Ebenen passiert. Ja, es gibt die studentische Mitverwaltung, studentische Mitentscheidung, studentische Beteiligung durch Gremien, aber das ist natürlich häufig ja auch nur so eine angedeutete Partizipation, die auf jeden Fall, jedenfalls in den meisten Ländern per Hochschulgesetz, dann durch Mehrheit aus dem professoralen Raum wieder überstimmt werden kann. Von daher gibt es dort einiges noch zu tun. Und das wäre ein Bereich, wo ich sage, das ist auch etwas, da müssen Hochschulen sehr viel mehr darüber nachdenken, wie solche Arten von Partizipation gut funktionieren können. Ich hatte gesagt, 4,5 Punkte. Das Schöne ist, wir haben deshalb dieser halbe gewissermaßen, da fehlt jetzt eine Zeile irgendwie auf der Folie, Bildung für nachhaltige Entwicklung steht da natürlich. Wir haben mit den Nachhaltigkeitszielen, die eben ja international gelten der UN und die auch von Deutschland ratifiziert wurden, haben wir natürlich so etwas wie ein Muster. Wir brauchen da jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber selbst wenn man schnell drauf guckt, wird man sehen, dass bei den Feldern 1, also No Poverty, bei 3, Good Health, Quality Education 4, Gender Equality 5, Renewable Energy wäre etwas, das die Forschung betrifft, 7, Good Jobs and Economic Growth und so weiter. Also man findet locker 10, wo sofort die Hochschulen sagen können, machen wir einen Haken dran, ja, eigentlich sollte das zu unserem Selbstverständnis gehören. Was muss passieren? Also, angekündigt war ja, ich weise den Weg aus dem Stau. Ich habe gesagt, das weiß ich nicht, ob ich das kann. Zumindest kann man sich ein paar Gedanken machen. Woran denkt man beim Stau als erstes? An die Rettungsgasse. Führt zu zwei Überlegungen bei mir. Das eine ist, die Rettungsgasse, finde ich, ist ein total tolles Beispiel dafür, wie man mit bestehendem Raum und bestehenden Ressourcen eine ganz andere Art von Struktur hinbekommt. Ich habe eine Straße mit 2 oder 3 Spuren, die ist voll. Und in dem Moment, wo wir eine Rettungsgasse bilden, sind wir in der Lage, aus diesen 3 Spuren 4 zu machen. Wir organisieren den Raum und die Ressourcen neu. Und das wäre so eine Idee. Geht natürlich auf Kosten der Geschwindigkeit, klar, wenn alle 120 fahren, geht das nicht. Aber es wäre eine Idee, eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Es ist zumindest ein Beispiel dafür, wie man das hinbekommt, dass dort tatsächlich neue Wege möglich werden. Die zweite Überlegung, die ich damit verbinde, ist die, und da bin ich mir tatsächlich unsicher, das ist eher eine Gedankenanregung, brauchen wir sowas wie Einsatzteams, die von hinten das Feld aufrollen, durch diese Rettungsgasse nach vorne rasen und dort erstmal so die schlimmsten Verheerungen beseitigen oder sich darum kümmern. Ich weiß nicht, wer solche Einsatzteams sein könnten. Vielleicht ist das so ein Diskussionspunkt. Also da stimmt vielleicht auch das Bild einfach nicht. Das kann auch sein. Aber das ist etwas, was mir so sozusagen als ein Gedanke an dieser Ebene mitgelaufen ist, wenn es um die Rettungsgasse geht. Wir sind aber damit sozusagen bei dem Einsatzteam, was nach vorne stürmt und sich um das kümmert, was da an Verheerungen ist, sind wir bei einem anderen Punkt, der im Verkehrswesen eine entscheidende Rolle spielt. Alle, die einen Führerschein haben, haben mal irgendwann einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Meistens danach nicht mehr und rennen also dann 20, 30, 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre mit diesem Wissen aus dem ersten Erste-Hilfe-Kurs durch die Gegend. Wenn ihr das anders macht, herzlichen Glückwunsch, das wäre sehr gut. Ich kann auch nur dazu ermuntern, das anders zu machen. Aber es ist natürlich etwas, wo man darüber nachdenken könnte, ob wir im übertragenen Sinne nicht so etwas brauchen wie ein Instrumentarium, einen Erste-Hilfe-Kasten, der Menschen im Hochschulkontext dazu befähigt, immer wieder und immer wieder neu über Veränderungen und Reformen nachzudenken. Also so eine Reform-Erste-Hilfe, wenn man so will. Dass das mit ein Anspruch ist, schon wenn Studierende an die Hochschule kommen, erst recht, wenn Menschen dort gegen Geld beschäftigt werden, dass sie natürlich auch zur
ständigen Selbsterneuerung dieser Institutionen mit beitragen sollen. Und zwar nicht nur zufällig, sondern dass es ein Instrumentarium gibt, über das wir nachdenken und gemeinsam gewissermaßen permanent die Hochschulwende thematisieren. Denn die Hochschulwende heißt ja auch nicht, genau so wenig wie bei der Verkehrswende, dass wir jetzt einmal wenden und dann ist alles in Ordnung, sondern das ist ja ein ongoing process, der niemals enden wird. Eine Minute noch, wird mir gezeigt hier gerade, habe ich auch im Blick. Also von daher, das wäre so ein Ansatz, wo man vielleicht ran könnte, kontinuierlichen Wandel vorbereiten auf Probleme, auf Veränderungen, die mit Wandel verbunden sind, ständig vorbereitet zu sein. Und der dritte Punkt ist der Führerschein. Mein erster sah noch so aus. Es gibt Gründe, warum dieses Ding, da klingelt auch der Wecker, so soll es sein. Mein erster Führerschein sah auch noch so aus. Es gibt Gründe, warum dieses Ding Lappen heißt. Das war nämlich so ein großes graues Teil, jedenfalls im Westen der Republik. Und da würde ich sagen, das ist so ein Punkt. Auch an der Hochschule sind noch zu viele mit einer sehr, sehr alten Fahrerlaubnis unterwegs. Und da hilft es auch nichts, wenn wir, wie jetzt beim Verkehrsrecht, jetzt gerade dabei sind, die Führerscheine umzutauschen. Man kriegt also ein neues Dokument, aber da ist inhaltlich nichts Neues mit verbunden. Da, glaube ich, müssen wir an der Hochschule schon ein bisschen rangehen und müssen zum Beispiel Didaktik als Riesenthema weiter diskutieren. Auch Veränderungen in der Didaktik, die brauchen viel zu lange, um aus der Forschung dann tatsächlich zu landen bei dem, was dann praktisch im Hörsaal, im Seminarraum passiert. In gewisser Weise ist der Führerschein ja so eine Art Freiheitslizenz. Also man hat das Gefühl, damit darf ich das jetzt alles und so. Und viele verbinden es dann leider auch mit dem Recht auf Rasen, mit dem Recht, irgendwie selbst zu bestimmen, was für andere gut ist. Tempolimit wird insofern als Angriff auf die Selbstverwirklichung wahrgenommen. Und da bin ich dann ganz zuversichtlich. Als Journalist freue ich mich darüber, dass die FDP diese beiden Ministerien innehält. Das sorgt nämlich dafür, dass ich weiter Arbeit haben werde. Ganz zum Schluss, Zähflüssigkeit mit Stau. Viskosität heißt das in der Physik. Das ist die Formel dafür, mit der man das berechnen kann. Das sind so Teermassen oder Honig. Ja, wenn die fließen anders, als das mit Wasser der Fall ist. Teer erkaltet irgendwann und wird fester. Auch Honig wird irgendwann fester übrigens. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, wie kriegt man Honig wieder flüssig oder auch Teer, man erhitzt das. Wird in der Hochschule auch gemacht, machen wir so ein Programm wie Exzellenzstrategie, das wird so mal ordentlich durchgehitzt, so eine Hochschule. Und dann kommt da einiges in Fluss, ja, und irgendwann erkaltet es wieder. Und vielleicht muss man dieses Bild so ein bisschen im Hinterkopf haben, um dort weiterzukommen. Und damit bin ich am Ende. Vielen herzlichen Dank. Wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich stecke es ein. Vielen Dank, Armin. Wir haben ein paar Statements auf jeden Fall im Chat, vielleicht um die Diskussion in Gang zu bringen. Ich weiß, du hast vor 2009, also knapp vor 15 Jahren, hast du das Handbuch für Unihasser rausgebracht. Könntest du das eigentlich genauso nochmal auflegen oder hat sich seitdem in deinen Augen tatsächlich auch schon einiges getan? Das hat sich natürlich schon extrem viel getan. Das Handbuch für Unihasser ist entstanden in den Verwerfungen dessen, was wir als Bologna-Prozess kennen, wo es an manchen Stellen total schnell vorwärts ging und an anderen Sachen total langsam. Und meine Kollegin Britta Mersche und ich, wir haben damals überlegt, da muss man doch irgendwie was draus machen. Und dann entstand diese Idee, einen Ratgeber zu machen, haben wir auch gemacht. Und dann blieb aber so viel übrig an Schilderungen von Dingen, die schieflaufen, dass sich dieses Handbuch für Unihasser anbot. Es war so ein bisschen auch sich den Frust von der Seele schreiben, wenn man sich das Bildungssystem selber näher anschaut, da gehört ja viel Frustrationstoleranz dazu, da ständig drüber zu berichten, jedenfalls dann, wenn man denkt, dass es eigentlich doch auch ein bisschen besser gehen könnte. Hier, also im Chat sind es gar nicht mal direkte Fragen an dich, sondern es wird schon miteinander diskutiert. Gerade dein Punkt hat, glaube ich, sehr resoniert mit dem Gebäude, mit den festgeschraubten Fensterrahmen. Da war ein Plädoyer, dass man vielleicht auch nicht jedes Uni-Gebäude irgendwie neu entwerfen muss und besonders fancy, sondern vielleicht sich auch auf serielle Bauen verlagern kann, um viele Uni-Gebäude ähnlich zu haben und dadurch dann auch die Prozesse einfacher zu machen. Ja, das wäre eins. Im Sinne der Nachhaltigkeit wäre es natürlich auch möglich, andere Gebäude nachzunutzen. Auch das findet ja statt. Häufig eher so aus einem Notfallgefühl raus, aber dass zum Beispiel in Siegen ein Teil der Universität in den oberen Stockwerken eines ehemaligen Karstadt- oder Kaufhauses jetzt angesiedelt ist
Oder das, ich glaube, in Münster war es, da wurde ein Autohaus mal eine Zeit lang genutzt. In Wuppertal gab es Vorlesungen in einem Kinosaal. Also man kann ja andere Räume auch nutzen. Also auch das wäre ein Denken. Was in eine, das war auch eine Anregung von Ralf Voges im Chat, der eben schreibt, ne, also Uni ist vielleicht zu voll, gleichzeitig stehen massenhaft Büroflächen leer, seit die Leute durch Corona mehr im Homeoffice sind. Und da wiederum natürlich dann wiederum sehr viele Unternehmen langfristige Mietverträge haben und sich wahrscheinlich freuen würden, wenn sie die Flächen nicht leer stehen haben und einfach nur so dafür zahlen müssen. Müsste die Uni dann aufpassen, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen, weil die in der Regel ja die Immobilienvermietungskompetenz, sagen wir mal, der Unileitungen jetzt vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist. Und hier kommt noch ein tolles Beispiel mit der Rettungsgasse. Also das ist ein Bild, das wohl resoniert. Und da kommt noch ein Hinweis. Ich glaube, den kannst du besser einordnen. Und das war Ralf Ralle Richter und nicht Ingolf Lück. Ah, dann nehme ich das zurück. Der sah aus. Ja. Da ist ein Filmfreak an Bord. Freut mich. Unbenommen. Dann entschuldige ich mich bei Herrn Richter für die Untoten. Es wird aufmerksam zugehört. Hier geht nichts durch. Ich würde sagen, wir sind hier in der Zeit und um auch schon den nächsten Talk vorbereiten zu können, würde ich sagen, machen wir hier ein Schleifchen drum, aber ich stelle meinen kleinen Rechner neben Sebastian, du kannst gerne nochmal bei mir in den Chat reingucken und mit meinem Account, dann wundert euch nicht, also falls du noch einen Kommentar schreibst, kommt er dann über meinen Namen rein. Vielen Dank, Armin, dass du uns heute hier beehrt hast. Vielen Dank, danke euch.